Wie zum Beispiel diesen hier. Mega, mega nice Geschichte. Wer erwacht denn da von den Toten? Nur wieder am Leben nach deiner 36 Stunden Marathon-Limonaden-Eskapade? Nein? Du hast ein bisschen fertig aus, aber cooles Leiberl hast du dann. Bro! Oh. Da ist es wieder, das Bumszug. Mir geht's so gut. Wie war's? Flüssig. Irgendwelche coolen. Das war urlangweilig gestern. Ja. Die langweiligste After-Off, der ich je war. Bist du deppert einfach bis 8.30 Uhr gestört? Ich glaube, ich bin tot. Ernsthafte Frage, was machst du jetzt wirklich? Okay. Gehst du jetzt ernsthaft weiter feiern? Und wohin? Irgendwas hat immer offen. Dein Ernst? Wie gestört kann man sein? Vor allem, ich bin seit vormittags wach, war schon meditieren, ja, trainieren, genau. Arbeiten. Fühlst du dich nicht schlecht, wenn du uns so anschaust, die so produktiv sind? Produktiv. Hey, grüß euch. Ein neuer Tag im House of Macabillion. Und der beginnt natürlich mit einem wunderschönen, ich habe jetzt mit denen, das werden wir jetzt nicht mehr machen, das habe ich heute alles schon hinter mir, aber ich habe mittlerweile meinen fixen Tagesablauf wieder intus. Beste Leben. Was jetzt folgt, ist logischerweise klar, wir machen uns ready fürs Training. Heute sollte eigentlich der Typ von Sony kommen, um die Kamera zu richten. Ich habe mit der Kamera ein Video für den Hauptkanal aufgenommen. Die Kamera, die ganze sieht gar nichts. Gar nichts. Ein paar Dreck. Der Kamera um so viel Geld. Er hat gesagt, das kann gar nicht sein. Da muss irgendwas kapital falsch gelaufen. Jetzt schreibt man dir aber, er hat keine Zeit. Um weiß ich nicht, wann wieder aus Wien heraus sein muss. Ja, egal. Schade. Ich muss bis nächste Woche warten. Such a shame. Leute, heute werden wir uns ein Skateboard kaufen. Ich fange wieder an zu skaten. Vermutlich kaufe ich ein Skateboard ums teure Geld und fahre kein einziges Mal damit. Ich sehe es jetzt schon. Wenn wir schon im Skate-Shop sind, kaufen ein bisschen was ein. Wahrscheinlich schneide ich das hier raus. Such a shame. Such a shame. Morgen habe ich Studio-Session. Gehe ins Tonstudio und arbeite an einem Track, weil jetzt wird es wieder mal Zeit, was zu releasen. Such a shame. So aus, Alter. So krass, schon wieder. Kommt nochmal. Heute wird der Latz zerfetzt, eine Übung, die ich am wenigsten mag. Ja, ist das alles schon wohl. Ist das schon so gewohnt, ich bin gestört. Boosten. Boosten. Tut dein Leben zerboosten. Übrigens habe ich bald Geburtstag. Ich werde wahrscheinlich eine fette Homeparty bei mir zu Hause machen und einige meiner besten Freunde einladen. Es gibt natürlich Corona zu trinken und einige andere Leckerheiten, aber ein Freund hat mir jetzt schon abgesagt. Es haben mir mehrere Freunde abgesagt, weil die Party von Sonntag auf Montag stattfindet, um mir meinen Geburtstag reinzufeiern. Hat logischerweise nicht jederzeit, weil wir arbeiten auch was, also die normalen Job arbeiten. Aber das war nicht der Grund, warum er mir abgesagt hat. Also ich habe schon nachgefragt, er möchte nicht im Vlog erwähnt werden, er möchte nicht, dass ich sage, wer es ist, aber er war schon im Vlog dabei. Also in diesen knapp 100 Vlogs war er schon mal dabei. Es ist eigentlich eh nicht witzig, er tut mir... Stimmt, das ist eigentlich nicht witzig, weil das ist gefährlich für ihn, wenn wir jetzt von dem absehen, aber ansonsten ist schon witzig. Was wollte ich jetzt? Such a shame. Und die Bananen schauen aber auch schon gut aus. Die sind brauner als meine momentane Ausscheidung. Jetzt werden sich logischerweise einige von euch denken, Macabillion, warum sprichst du in solchen Rätseln? Sag doch einfach, was los ist. Das mache ich jetzt anhand der Reaktion von der Lara. Ich muss da was Arges erzählen. Ich war in Kontakt mit einer auf Coronavirus positiv getestet und ist jetzt unter der staatlichen Quarantäne. Er muss jetzt die nächsten 14 Tage zu Hause bleiben, muss eine Atemschutzmaske aufsetzen, damit er seine Freundin nicht ansteckt und muss jeden Tag eine Mail ans Gesundheitsamt schreiben mit seinem aktuellen Gesundheitsstatus. Er darf nicht vor die Haustür, er darf nirgends hin, er muss zu Hause bleiben. Org, und er hat auch keine Freundin, aber... Das ist schon arg, oder? Aber es ist eigentlich nicht lustig, weil er... Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber die sagen, er wird sich wahrscheinlich nicht mal angesteckt haben. Aber er war halt in Kontakt mit einer und deswegen muss er jetzt diese ganzen Sachen machen. Stört, oder? Deswegen hat er mir zur Geburtstagsfeier abgesagt. So arg, oder? Wirklich arg. Also, wenn du das siehst, wir wünschen dir natürlich nur das Beste. Ich hoffe, dir geht's bald wieder besser. Schade, dass du nicht zu meinem Geburtstag kommst. Ist ja doch ein guter Freund. Oha, es gab eine Pressekonferenz mit allen Politikern. Das Zweiraum wird wahrscheinlich zugesperrt. Die ganze Herrengasse wird zugesperrt. Es gibt keine Universitäten mehr. Es ist alles abgesagt. Und es gibt kein Fortgehen mehr. Wir sollen unsere sozialen Kontakte abbrechen. Meiden. Alle Veranstaltungen über 100 Leuten Outdoor und über 100 Leuten Indoor wird abgesagt. Das heißt, die Quarantäne steht bevor. Oder wie du sagen würdest, Quarantäne. Ja, Freunde, wenn ich das so höre, dann wird es, glaube ich, früher Zeit, dass ich mal die Reaction-Technik zulege. Ich werde anfangen, Daily zu streamen. Cool. Ein fettes Setup. Heute All Black Everything, der neue Hoodie von Favela. Habe ich vorher wirklich nice Hoodie. Haben wir nicht gesungen. Jetzt geht's ab ins Training, Freunde. Booster kickt schon so arg. Ich spüre mein Gesicht schon fast gar nicht mehr. Du musst da ein Band mitnehmen, sonst kommst du nicht drinnen im Fitness. Na. Ja,
Du musst warten, bis ich vom Training zurück bin. Dann gehe ich mit dir Gassi. Aber jetzt kann ich nicht. Ich war damals ein extrem begeisterter Skateboarder. Bin, glaube ich, 5 Jahre lang jeden Sommer gefahren. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich nicht der beste Skater war. Also viel Pipe, viel Farmboxen und so weiter, das konnte ich alles. Aber so auf der Street war ich nicht wirklich so gut. Boardslides, irgendwelche Rails runter oder Varial Kickflip und solche Sachen, da war ich richtig kacke. Leider, leider. Aber es hat mir immer mega Fun gemacht. Und ich habe mir damals eine eigene Mini-Ramp gebaut, gemeinsam mit meinem Vater. Und die war dann im Garten, die war richtig, richtig nice. Ah, der war sogar von dem Skate-Shop, okay. Da will ich dann nachher rein, aber dann nach dem Training. Vielleicht haben die wirklich nice. Ah, momentan noch closed. Ach gut, welcher Skate-Shop sperrt auch am Vormittag auf? Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Zuerst wird einmal der Latissimus zerfetzt. Hallo, servus. Mittlerweile kann ich mich nicht mehr erinnern, wann ich mal einen Tag nicht trainiert hätte. Ich glaube, das ist schon über eine Woche erst erlebt. Hörst du, ich scheint's bei euch. Tschüss, servus. Finally made it mit der klassischen Banane. Ich war jetzt noch eine Stunde am Rall. Oh, das Mikrofon. Es wackelt wie so. Schaut ein bisschen so aus wie ein Dildo, muss ich sagen. Ein sehr haariger Dildo. Ich war jetzt noch eine Stunde am Rad und hatte wirklich viel Zeit zu überlegen und bin zu der Entscheidung gekommen, dass ich gerne daily streamen würde. Also ich habe überlegt, mir ein fettes Setup zu holen, zu Hause aufzubauen und dann jeden Tag auf YouTube eine Stunde zu streamen. Ach, unge natürlich. Daraus aber dann auch täglich eine Reaction auf Maxibillion hochzuladen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer von euch würde sich täglich eine Reaction von mir anschauen. Also sagen wir, der Vlog kommt um 15 Uhr und um 18 Uhr wird dann die Reaction kommen. Wer wird sich das ernsthaft jeden Tag reinziehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das Ding ist nämlich folgendes. Zum einen kostet dieses Setup mega viel Kohle und zum anderen, und das ist der viel wichtigere Grund, ist das sau viel Hocken, Freunde. Mit Daily Vlogs, meinem Hauptkanal, meiner DJ-Agentur und diversen anderen Tätigkeiten und nicht zu vergessen meiner Modemarke. Und ich würde halt dann noch eine Stunde täglich plus die Zeit rundherum, die das Ganze benötigt, investieren. Und wenn sich das dann keiner anschaut, dann hat das halt null Sinn. Deswegen, liebe Freunde, schreibt mir bitte eure ehrliche Meinung in die Kommentare. Jedes Mal renne ich da vorbei und denke mir, wenn das nicht ausschaut wie ein Penis, dann weiß ich es aber auch nicht. Hallo, grüß Gott. Na, wie haben wir's? Gut, das ist ja viel Content, den du uns da lieferst. Sonst gibt's nichts. Sind wir nicht so gut drauf? Du bist jetzt wieder krank? Boah, warst happy, was gesagt hast, du bist gesund. Ja, nachdem die Meldung über die Konsequenzen der Staat Österreich jetzt zieht, gerade im Radio gekommen ist, muss ich natürlich auch daraus meine Konsequenzen ziehen und umschulen. Beziehungsweise auch umrüsten auf Streaming. Denn wenn das wirklich so rennt, wie die Anzeichen dafür sprechen, dann heißt es halt wirklich nicht mehr rausgehen. Und dann muss ich halt auf Streaming umrüsten. Dann wird hier jeden Tag live gestreamt. Und jetzt bin ich gerade dabei, alles vorzubereiten. Ich bin jetzt da schon mit meinen Technikexperten am Start. Die sagen mir genau, was ich bestellen soll. Ich hoffe, dass Amazon schnell genug liefert, damit ich das alles rechtzeitig nach Hause bekomme. Am besten wäre natürlich heute, aber pff, das ist alles nicht so einfach. Wir schauen, wie es jetzt weitergeht. Skateboard kaufen geht sich heute natürlich nicht aus. ich glaube nicht, dass ich zukünftig viel mit dem Skateboard fahren würde. Ja? Hallo Oma, grüß dich. Du, nur eine kurze Geschichte. Ja? Wir haben ja gestern schon telefoniert. Ich habe jetzt noch ein paar Informationen bekommen und es wird davon ausgegangen, dass sich das so weit verbreiten wird, dass im Endeffekt fast jeder hat. Was? Ja, und ich habe auch gehört, dass sie im Krankenhaus dann jüngere Leute vor älteren bevorzugen in akuten Fällen. Das ist jetzt keine Panikmache. Ja, gar nicht mehr aus dem Haus. Genau, um das geht's mal. Das ist jetzt keine Panikmache, Oma, aber mir wäre lieber, wenn du dich einfach zu Hause für die nächsten paar Wochen, dass du jetzt noch einkaufen gehst, so machen es wir nämlich heute auch, und auch keinen Kontakt zu anderen. Ja, dann fahr aber nach Gmunden, das ist ländlicher, Oma. Vielleicht kommt es dort gar nicht hin, weißt du, was ich meine? Und verschanzt dich einmal, bis sich die Lage beruhigt hat. Ja, ich bin schon eine ganze Woche verschanzt, also muss ich den Englischkurs alles abbrechen. Ja, das sagst alles ab. So ernst. Ja, tun wir mal lieber am Monat auf null alles setzen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich meine, mir ist lieber, dir geht's gut. Und ist ja nicht so schlimm, dann kaufst halt ein, wir können eh jeden Tag telefonieren. Ja, weil habe ich sogar den Berg, da kann ich hin. Ja, das geht eh, ja, aber in Kontakt mit anderen Menschen. Gell? Für dich ist doch recht gefährlich und ich will nicht, dass da irgendwas ist. Okay, Oma. Ja, ich mache mir jetzt gerade im Fernsehen das alles an. Ich habe aber Nachrichten bekommen schon früher, die aber noch nicht offiziell sind. Ach so. Haltest mich am Laufenden. Ja, ja. Perfekt, danke Oma. Danke. Bussi, Baba. Danke vielmals. Gerne, gerne Oma. Findest du das übertrieben? Okay. Ich glaube, bei folgender Nachricht wirst du nicht so begeistert sein. Welche? Ein Video in Slow Motion aufgenommen. Was? Schau mal.
Nein, das Unboxing. Ja, dann ist ja dann auch kein Ton. Nein, weil schon da ist Ton. Komm, damit ich mal deren Qualität mal abchecke. Alex. Okay, aber ist nur das Video in Slow-Mo, wo ich es auspacke? Nein, die nächsten auch. Na! Die Try-Ons. Weißt du, wie ich mich da bemüht habe? Genau, der Scheiß so lange mal. Ich hasse dich. Das kannst du auch löschen. Freunde, ich habe neue Hoodies bekommen. Habe ein kurzes Unboxing gemacht und habe euch jeden einzelnen gezeigt. Wie zum Beispiel diesen hier. Mega, mega nice Geschichte. Ich habe den einen nach den anderen angezogen und habe dann... Was soll ich es jetzt nochmal machen? Geschissen, ich habe mich urbemüht. Mit Licht und allem. Ja, während es für mich wieder mal zares Hühnerfleisch mit Nüssen und Zucker gibt, hat sich die Lara dazu entschlossen, ein Kameradenschwein zu sein und sich einfach mal einen Kit Berliner Döner reinzuschaufen. Lass das schmecken, du Arsch. Danke. Schaut sich das mal an, wie lecker das aussieht. Geil, die Soße. Bah, halt dein Mund. Aber nicht mal dabei habe ich eine Ruhe, sondern schon langsam trudeln schon die Pakete für Streaming ein. Kann ich dir, während ich auf die Glocke warte, zuschauen, wie du dein Kebab isst. Ma. Grüß Gott, hallo. Ah, super, perfekt. Ja, ohne Lift, Katastrophe. Tut mir leid. Etwas falsch gemacht. Noch ein Paket. Oh, komm, noch ein Paket. Wissen Sie was? Schon? Ich gebe Ihnen meinen Schlüssel. Komme ich sofort. Perfekt, danke. Ah, er hat das zweite Backel vergessen. Komme. Vielen, vielen Dank. Super, danke schön. Schönen Tag. Sehr. Wiedersehen. Ah, der war ja süß. So, die Kacke packen wir später aus. Da ein Techniker kommt und die Lara versteckt jetzt schnell noch ihre Unterhosen, damit er es nicht sieht. Ah, der sieht jetzt meine Unterhosen. Das wäre lustig. Ah, jetzt räume ich deinen Mist schon wieder weg. Hauptsache Kebab faulen und dann im Mist liegen lassen. Also ich mich anstecke, mache ich mir keine Sorgen, weil ich mache alles richtig. Ja, vorhin ist natürlich nur ein Spaß, aber trotzdem gilt für mich einfach das Motto, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Dementsprechend kann ich auch noch nicht sagen, wie es genau mit den Vlogs weitergeht, aber bleibt auf alle Fälle hier am Kanal aktiv, um zu sehen, auf was jetzt umgelagert wird. Vielleicht gibt es dann einfach wirklich statt Vlogs Streams einfach ganze Zeit. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr zu Hause nichts zu tun habt. Das war's für heute von mir. Ein sehr haariger Dill.